Komme aus Ägypten und lebe direkt am Nil. Pack mal meine Kekse ein. Lecker Kekse. Jetzt wird nicht mehr gegessen. So. Sascha 10, by the way, wenn ihr auch diese nice Kekse haben wollt. Den kriegt ihr die Kekse für nur 5 Euro statt 6. Ich sage schon ein mächtiges Angebot. Hm. Wann bekommen wir überhaupt unseren Share, ist die Frage. Gar nicht. Schade. Gar nicht. Schade. Nice Pokémon auf jeden Fall, Maxi, die du dabei hast. Danke, ich habe ein Theme. Ja, du hast dich angepasst auf jeden Fall, sehe ich. Weiß nicht, ob ihr es direkt erkennt tatsächlich, aber das ist ein Theme tatsächlich. Ah, ich sag, kann man vertreten. Ich habe einen Shellmut gesehen heute. Ja. Den fand ich gut. Ja. So auf der Straße oder wo? Ja. Ah, okay. Dem habe ich dann auch 5 Euro gegeben, weil ich gesagt habe, geiler Typ. Mit jedem Typen, bei dem du denkst, ist ein geiler, schenkst du also 5 Euro? Nee, bei jedem Shellmut, wo ich mir denke, geiler Typ und der mir auf der Straße entgegen ist. Ich hab Bock, dir heute ein bisschen zu donaten, Maxi, glaube ich, weil dein Ritterthema gefällt mir schon sehr, sehr gut. Okay. Hast du die auch nach Ritternamen benannt? Ja. Wow, das finde ich cool. Was habt ihr jetzt da eigentlich so, dass ihr euch jetzt gegenseitig so schmusi-busi unterwegs seid? Weiß ich nicht, ich mag Ritter sehr gerne. Ritter sind cool, Ritter sind die Helden des Mittelalters. Ist doch toll, ist doch bewundernswert, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. Durchaus, ja, doch, sehe ich. Durchaus. Ah, wechsel dich, ich weiß. Sag, ich wäre auch ganz gerne mal in dieser Rolle eines Ritters, deswegen wechseln wir. Was gibt's denn da? Ein Klettern? Ein Offensivfester, okay, aha. Wangrubbler, ja. Der stärkste Angriff. Oh. Ah, die Nebelexplosion. Genau, Alter, der heißt nicht umsonst schnell. Jetzt hätte ich gerne meinen Offensivkuss. Das wurde mir auch vorgeschlagen. XD, denn nein. Das wurde mir nicht vorgeschlagen, das habe ich mir selbst überlegt hier. Ja, du hast dir selber überlegt, dich in die Luft zu jagen. Ja. Ja, cool. Finde ich stark. Nice, oder? Los, Rüdiger! War auf jeden Fall eine coole erste Runde. Schade, Abgangsfoto. Ich habe die Runde tatsächlich auch gefühlt, ja. Könntest jetzt auch bitte sterben? Ich meine, du hast gerade Eisenschild gegen Abgangsbund eingesetzt. Eigentlich müsstest du jetzt sterben. Eigentlich habe ich Eisenschilde gegen den Dan eingesetzt, aber der war halt weg. Na egal, dann holen wir mal ein anderes Feld raus. Okay, t.tv/present. Ja, ich erstmal halt fett Werbung machen. Ist einfach da entstanden. Ah, Present, ja, der sich noch auf Twitch, never mind. Ja, scheiße! Ja, wow! Frag mich, was wohl der letzte Name ist. Schnell produzierter Inhalt, nicht Content. Ich weiß ja nicht, Alter, ich weiß ja nicht. Ich sag Inhalt. Inhalt, meinst du? Ja, ich sag, das wäre stark. Nicht Content. Content ist ja langweilig. Das wäre echt richtig langweilig. Ja, finde ich auch. Wir sind hier ein bisschen zu viele Stahl-Pokémon tatsächlich auf dem Feld. Ja. Für meine Gefühle. Hast du wohl Pech gehabt. Aber du kannst wohl nicht wieder Nebelexplosion drücken. Ich habe keine Ahnung, ob es das lernen kann, aber. Ich unterstütze dich jetzt brachial. Mich? Nee, ja, ach, den ich da. Weiß nicht, ob das so viel funktioniert. Ja, der Setup sich jetzt oder hilft. So, haut rein. Ey, Alter, Alter. Ich hasse dich. Wieso machst du das? Warum nicht? Rüdiger! Ja, war eigentlich okay. Eher enttäuscht. Das war nicht so schaden. Ich glaube, ich verstehe den Namen jetzt sehr. Ja? Ah, sehr. Jetzt sehr. Moment, wird sehr geboostet durch rechte Hand? Das frage ich mich nämlich auch. Das weiß ich. Alter. Alter, der Rüdiger. Der gute Rüdiger. Ich hab mich gerade kurz gefreut, weil ich dachte, ja. So nice. Da ist Content, Punkt. Aber der Punkt holt's raus. Nein, enttäuschend. Ich dachte, da kommt jetzt Inhalt. Nee. Aber okay. Wir machen jetzt ein Video ganz ohne Inhalt. Ja. Wozu braucht man schon Inhalt? Downy hätte ich unterstützt, nein. Ja, ist mir egal. Ich sehe gar nicht ein, hier weggesprengt zu werden. Ach, Downy. Ja gut, das ist ein bisschen belastend. Das ist tatsächlich belastend. Das ist jetzt na gut, zumindest ein paar Kills habe ich gemacht. Und das Game hier ein bisschen beschleunigt, ein bisschen vorangebracht. Ich will dich unterstützen. Brachia schützt sich selbst. Ist das Choice Bennett gewesen? Choice Bex. Choice Bex erst. Ja. Yes. Ja, schade, Rüdiger. Weißt du, jetzt müssen wir bei Flo für Content auch noch sorgen, ne? Macht ihr mal, Leute. Einfach zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Jetzt seine Kekse weiter, ich sehe das. Jo, stimmt. Warum habe ich die eigentlich weggepackt? Ich wusste doch, was kommt. Ja, gönn dir deine Kekse. Ja, oder let's go, oder, Leute? Here we go. Nice. Bushy Brows. Kriegt der günstiger mit Sascha 10. Bushige Augenbrauen, Alter. Naruto. Lancelot. Passt leider nur nicht rein, deswegen. Was? Er hat das Nebelsack. Also ob. Psycho-Sang. Ich hab doch ein Psycho-Feld aufgesetzt, Jungs. Wann denn?
Das Indeedi? Indeedi, ja. Oh. Stark, Flo, stark. Hat gar nichts sagen. Mitbekommen, hat einfach immer überlebt. Ich habe so wenig Schaden mit Primarin gemacht. Jetzt verstehe ich's. Ja. Hä? Hm. Wieso machst du das? Warum nicht? Ich hoffe, du unterstützt mich. Downey, so wie ich dich unterstützt habe. Jo! Hat das Auge geöffnet hat da unten? Ja, es hat das Auge geöffnet. Ja, das war richtig guck, creepy. Jetzt hasse ich das drauf. Ding. Ja, Mensch. Jetzt lass mal mit meinem Fliegern in Ruhe, bitte. Den mal an. Ja, sieht so cool aus. Das ist mein letztes Mon, also bitte. Lass dir mal irgendwas Cooles für Thumbnail machen, okay? Ja. Okay. Danke. Lass dir jetzt mal in Ruhe. Es war halt klar, das, aber ich bin trotzdem nicht draufgegangen. Danke, du bist echt nett. Ich weiß, aber jetzt werde ich vom Seher weggetötet. Ja, nee, egal, das ist kein Seher, so. Das ist ein Kismet-Wunsch. Ja, aber gut, der Seher ist immer noch draußen, mein Freund. Flächenmacht. Oh nee, du wirst vielleicht einfach nur von der Flächenmacht direkt weggerollt. Hast du noch einen anderen Angriffsmove tatsächlich? Ich brauche noch. Ja, habe ich. Ja, okay, mach aber den mal. Vielleicht sieht er besser aus. Ja, ich weiß halt nicht. Soll ich dir die beiden Angriffe sagen? Dann kannst du es auswählen. Ja, okay, jetzt, sag mal. Also, Hitzewelle oder Strauchler? Ich glaube, Strauchler sieht immer besser aus als Hitzewelle. Meinst du? Ich glaube auch, wenn mich Maxi zumindest nicht tötet, bitte. Ja, aber dann leg los. Ich darf sowieso nicht auf Hitzewelle gegen ihn gehen, merke ich gerade, weil Maxi jetzt nicht mehr da ist. Das ist richtig. Deswegen. Okay. Der Strauchler? Nee, ah, sah richtig langweilig so aus. War jetzt Sad. Nicht... der stärkste. Warte mal, jetzt werde ich vom Kiss mit Wunsch getroffen, ne? Ja, das hast du gut einkalkuliert, Maxi. Ja, aber solltest du überleben, oder? Ja. Ich denke schon. Man weiß nie, was hier passiert. Ich meine, Seher im Psychofeld wäre schon gefährlich gewesen. Aber Kiss mit Wunsch müsste passen. Ja. Wow, das ist ja super. Wow. Ich dachte, da passiert etwas. Im Übrigen möchte ich hiermit eine neue Ära einleiten. Denn okay. Flo hatte eine sehr, sehr gute Idee und die möchte ich jetzt auch verfolgen. Ich darf euch präsentieren, Kompagnon Nummer 1. Ja, sie. Er ist da. Nice, fühle ich aber. Also echt gerade die Nummer 1. Ich dachte auch, dass das die Nummer 1 sein. Ich möchte daran erinnern, dass ich ein letztes Mon bin und der Einzige auf meinem Feld und 73 KP habe. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß auch nicht, was du jetzt willst. Weiß ich auch nicht, warum du daran jetzt erinnern musst. Ah, ich wollte nur mal dran erinnern. Okay. Ah, den habe ich gerochen. Dann... Den habe ich predicted. Diesen Königsschild. Ich glaube, Königsschild. Den habe ich 10 Kilometer gegen Wind gerochen. Los! Die Frage noch schneller! Kompagnon, überlebst du das jetzt? Was hast du gemacht? Frage ich mich jetzt auch tatsächlich. Also, die Sache ist, ja, es wird halt schwierig, ne? Ich glaube, er überlebt es gerade so, ja. Du denkst jedes Mal, dass Flächenmacht alles drin. Aber schau mal, ich konnte Flächenmacht auswählen und auf Kompagnon 1 einsetzen. Das ist weird. Das habe ich gewundert, weil ich dachte, es geht nur gegen die beiden Gegner, aber ich konnte es gegen Kompagnon 1 einsetzen. Ich sag, du hast gemissklickt und du versuchst es wieder zu vertuschen gerade. Weil im Psychofeld geht es immer auf beide Gegner und wenn das Psychofeld nicht aktiv ist, kann man, glaube ich, die Person dann auswählen, deswegen. Ja, gut, dass du das jetzt sagst. Dann ändern wir mal kurz den Kurs. Ich habe Flächenmacht und Hitzewelle, ich kann dich nicht touchen. Ich habe übrigens versucht, ein kurzes, knackiges Video zu machen. Wenn die jetzt ihre Moves nicht auswählen, kann ich auch nichts dafür. Es tut mir leid, Leute. Der Double King's Shield, ja. Ja, ist okay. Blutsauger. Hey, wieso machst du das? Ich kann nichts tun. Weiß ja nicht. Sonst kriege ich den Drop von seinem Königsschild. Ja, gut, dass er hier nur stimmt, auf weil du willst, dass ich zweimal hintereinander auf Königsschild gehe. War jetzt nicht so klug, Mr. Downs. Nee, ich dachte irgendwie, der wollte mich jetzt mit Flächenmacht angreifen oder so Zeug. Ja, aber hab ich doch gerade versucht. Ja, ist doch egal. Los, King! Ja, ich glaube fast. Nicht ganz. Also die Kompagnons müssen sich was von den Böllermännern abschauen. Ich glaube aber auch. Los, ja, die steigern sich ja langsam. Ich sag, Böllermann 1 war auch noch nicht so gut. Ja, sehe ich. Alter. Ja, schade, Kompagnon. Schade, Kompagnon 1. Du hast es versucht. Und mal wieder haben wir ein stylisches Pokémon gegen ein nicht so stylisches Pokémon, das nicht so stylische Pokémon gewinnt. Dafür würde ich am liebsten mein eigenes Video disliken, weil ich sowas überhaupt zulasse. Ich wollte gerade sagen, du gerade voll stylisch mit Königsschild und Spukball, Alter. Mega cool. Jungs, hallo. Ja, mein nächstes Team ist stylischer. Seid ihr jetzt bereit für dreimal Explosion?